Scheiß jetzt! Nein! Fisch einfach noch. Pfeifer gegen dein Auto, gegen dein Auto, Pfeifer gegen dein Auto. Pizdes, Ross wie immer hat gerettet. Ross hat gerettet, hat gedämpft. Pizdes! Nachuja! Halbe Auto ist weg. Aber gut, dass er Rad nicht getroffen hat. Jetzt ist er sauer, jetzt ist er sauer. Jetzt wird mit allen Tricks. Erstmal in die Seite reinfahren. Sag Christina in die Kamera. Christina, tut mir leid für Showcar. Ich dir gesagt habe, wir haben bis jetzt mit Yves gemacht. Eindeutig auf Kamera, Palak 1, Yves 0. Guck, der zieht nicht mal Helm aus, der ist richtig sauer, richtig sauer. Dann ist aggressiv geworden und hat einfach volle Kanne im Palak Automobil kaputt gemacht. Weil er hatte keine andere Chance und hat immer reingefahren, weil er einfach wütend ist, dass das Automobil vom Palak schon so schnell ist. Bis hier! Ihr habt live gesehen. Ganzes Halbwissen vom Rusak. Umgesetzt für Palak. Palak hat Yves Meyer, Vize-Weltmeister 2018, eindeutig geschlagen. Christina, das ist offizielle Entschuldigung von Yves Meyer für dich. Schuld ist eine Karosserie. Palak 1, Yves Meyer 0-0. Und gleich machen wir das Ganze zu Palak 2, Yves Meyer 0-0. Rusak, was hast du vor? Manipulation. Kurva. Bei dem ist 2,5. Der ist komplette Hauptschule. Runde 2. Battle gegen IF Meyer. Palak ins Wüten. Dotter hat schöne BMW kaputt gemacht bis jetzt. Wir haben ganze Nacht gearbeitet, alles an einem Tag vernichtet von IF Meyer. Ist schon da, Blatt. Bis jetzt IF Meyer ist da, aus dem Schatten. Aufhören zu driften und er selber Kurva driftet in uns rein. Ist okay, Alter, ist okay. Yves Meyer kämpft mit Tricks. Das ist krass, wie einmal das Auto von uns beschleunigt, während die anderen rutschen. Yves Meyer fährt Time Attack. Was ist das? Keine Ahnung, Telefon klingelt. Was? Was ist jetzt wieder Problem? Ich will jetzt Ausbruch weiterfahren. Ich will jetzt auch mal schnelles Auto. Fuck it! Rusak hat Ausbruch weiter schnelles Auto. Du bist jetzt der Christophs Rusak. Jetzt! Auf welche Seite wird ihr denn? Wir müssen drauf machen, von vorne. Geh, lass doch mal den Helm an, du Fisch. Du bist so ein Fisch einfach. Aber du bist eine Katastrophe, ein Fisch einfach noch. Pfeifer gegen dein Auto, gegen dein Auto, Pfeifer gegen dein Auto. Aber hat Grip, hä? Hat Grip, hä? Und der zieht, hä? Meiner zieht nie so. Geil, hä? Ja, weil Rusak hat gearbeitet am Motor. Rusak hat Tuning gemacht. Oh mein Gott, Handbremse zieht! Bis jetzt! Die ist besser als meine hydraulische. Das ist hydraulische. Ah, ist? Ja. Nein. Das ist ein Osborg-Fighter, was denkst du denn? Das ist wirklich hydraulisch. Ah ja? Ja.
Oh mein Gott! Krass, gell? Du musst ja kein Gas geben. Alter, das ist geil, oder? Nein, ein bisschen Fahrwerkkameraden müssen wir noch optimieren, aber ansonsten... Das ist noch ein bisschen schief, aber das ist geil. Was ist das, Wildwood? Das ist Ostblock Engineering. Ah. Mann, das ist so geil. Mit so viel Grip zu fahren? Schon, ja. Ich hab halt dem Fahrer gefällt es nicht mit meinem Wagen. Hast du gesehen? Entschuldigung, Yves! Entschuldigung! Das schneiden wir raus! Der fährt gar nicht, er fährt die ganze Zeit gerade, glaube ich, damit. Es ist so scheiße. Jetzt habe ich irgendwie Angst, ihn mit dem zu chasen. Das andere Auto ist eine Katastrophe zu fahren. Ich sag dir. Kurva! Ah, ey, was ist das? Achsvermessung, ey! Hier ist voll laut! Wo ist dieser Eid? Wie auf Eis, Kurva! Hier ist so heiß! Wenn er schnell reingeht, ist er weg. Jetzt ist er weg. Er ist weg. Er hält ihn! Was? Palak hat zu kämpfen, Bert. Was ist das? Baut man immer bei euch so Autos in Schweiz? Поляк, курва, поляк, нахуй, пиздец. Сулигон! Indirekt, indirekt. Hier ist ultra. Hier ist alles weich und kein Feedback in der Lenkung. Ja, die Lenkung gefällt mir gar nicht. Ja, ja, ich weiß, Yves, das ist Katastrophe. Du weißt nicht, was das Auto macht. Ich denke, jetzt überhitzt an meinen Motor. Und den. Hallo! Was kommt weiter ins Kreis? Siehst du, er gibt zu! Er hat zugegeben! Ist gut! Astock Engineering! Aber siehst du, du musst schon beim Beschleunigen warten auf das andere Auto. Oh. Das hat so viel Grip, hä? Mhm. Das hast du jetzt besser gemacht, wie Palak. Oh, Palak hat gut reagiert, ne? Ja. Lenkkurve! Guckt euch an! Was ist das? Jetzt lenkt auf! Ey, Temperatur auf voll rot! Guck, 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 guck! Was ist das? Untersteuer des Todes! Jetzt! Angekommen! Weil ich hier rumrutsche wie auf Eis! Guck euch das an! Was ist das? Ich mag das, Palak mag das nicht so, der weint immer dann. Der hat mein Auto in Hockenheim connected. Guck, Ostblockfighter braucht nur einen schnellen Fahrer. Die Technik ist vom Rusak perfekt eingestellt, jetzt braucht man nur noch gute Fahrer. Ich will auch. Ich will auch so viel Grip Hinterachse. Fuck! Du kannst bestellen. Ein Ostblockfighter kostet 50.000 Euro beim Rosak. F36. Vertrag kannst du, können wir jetzt im Bus. Vertrag gemacht. Corona. Hier klackert alles, ey. Hört ihr das? Ich weiß nicht, was da los ist.
Entschuldigung. Ey, du musst doch guter Fahrer sein. So scheiße wie dieser BMW da hinten fährt, ey. Der ist richtig scheiße. Ey, das ist eine Katastrophe. Der lenkt noch nicht mal. Der hat so geil gerettet, das Auto. Das, was du nicht hinbekommen hast. Und das ist der Beweis. Palak ausgeglichen, Yves Meyer 1, Palak 0, 1-1. Das heißt Revanche. Sag Christina, dass das ein geiles Auto ist. Das ist ein geiles Auto, das braucht nur noch ein Fahrwerk mit einstellbaren Turmlagern auf der Vorderachse und dann ist das. Und sag Christina, sag Christina, die soll nicht gucken wegen Optik. Weißt du was? Scheiß auf Optik. Palak gibt sich geschlagen. Yves ist besserer Fahrer, aber Ostblock hat besseren BMW. Ostblock Fighter. Setup wird nicht angepasst für Five-Zone Drift. Zeig, was Yves mit unseren Reifen gemacht hat, mit der Flyoff. Yves Meyer, mehr. So sieht aus, benutzt immer Flyoff. Einmal hier, einmal da, da. Bis jetzt. Zusätzlich zu diesem Schaden schuldet Yves Meyer uns zwei Federal 595 RSR. Insgesamt wird es eine sehr teure Veranstaltung für Yves Meyer werden. Alle einsteigen! Taxi fährt los! Hey, kommt euch das bekannt vor hier? Bis jetzt ist es eben so ein Schwein. Okay, Taxi fährt los, wir haben noch einen Platz frei. Leute, haben mehr Spaß. Da ist noch ein Taxi-Gast. Hier ist genug Platz bei uns, gell? Ist jetzt, kennt ihr BMW euch nicht aus? Da rechts. Wo siehst du hier, gut? Ist jetzt, wo ist der hin? Kurva, komplette Überforderung. Keiner weiß, wer sich anschnallt. Die haben keine Ahnung, wie die sich anschnallen müssen. Jo, da konnten sich eh nichts bewegen. Ist jetzt. Katastrophe. Debile. An die ganzen Germanen da draußen. Ich hab hier frei. Alle sind angeschnallt. Guck, da, Fall, da, da. Halt, und da. Ich guck nach vorne. Yves, gell? Du musst dich konzentrieren. Gas, 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 Gas! Ja, mach ihn kaputt, Alter! Mach ihn kaputt! Ist okay! Wir fahren in einer Kurve, die über 20 Grad ist! Minus eine Kupplung! Yves, hör auf, den kaputt zu machen! Gib dir Trinkgeld! Jetzt ist geil hier! Aber jetzt dreht er sich nicht wieder so krass ein! Gas, Kurva, Gas! Bis jetzt! Yves, ja. Wie viel Bar wolltest du? 5. Und fährt sich gut mit 5 Bar? Richtig geil! Geil, gell? Wie viel hat Russak wohl reingemacht? 2,5. Gut, gell? Schwarz, Kurva, schwarz hat er bekommen, guck! Wieso schwarz? Was ist dein Problem? Yves nach uns auf eigene Rennstrecke verboten. Was ist dein Problem? Ich bin Personenreiter in maximal 2. Corona, Corona-Regel, wie es geht. Nein, nein, aber ich muss ja noch eine Runde fahren. Ja, stimmt, bis dahin, ja. Wir müssen ja bis zur Ausfahrt noch fahren. Bis jetzt! Hey, da ist die Frontschütze! Ja, du hast die Frontschütze abgerissen! Der macht alles kaputt! Ja, ich hab Scheiße gemacht. Wie immer, Kurva. Da liegt sie! Bis jetzt! Guckt euch alles kaputt, ey! Yves! Bis jetzt! Ja, ist okay, so geht's. So ist okay, oder? Du kannst nicht einfach immer Entschuldigung sagen und die Sachen kaputt machen. Ja. Das geht nicht. Entschuldigung. Ist die Sicht gut? Sichtfeld frei. Sehr gut. Nee, mach nicht so schnell! Verrückt, Brüder. Nicht nur, dass er alles außen kaputt macht, jetzt macht er noch Innenausstattung dreckig, ey. Ja, ich putze das wieder. Ja, 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 ja. Wie war Taxirunde? War Fahrer okay? 10 von 5. Ey, aber ich erzähl echt keine Scheiße. Mit 3 Leuten hinten ist das Auto geiler wegen den Wankbewegungen. Das heißt, wenn Chrissy kein neues Fahrwerk gibt, dann Gewicht. 100 Kilo Bleiplatten in den Kofferraum, alles gut. Bald gibt es so Ostblock-Platten bei uns im Shop. So sieht aus. Bis jetzt. So Kurva, wieder kaputt gemacht, ey. Alles hat er kaputt gemacht. Keine Front, kein Heck, Seite eingedrückt. Hat aber Spaß gemacht, gell? Ja. Hauptsache hat Spaß gemacht. Geilste 3 Tage, ganze Jahr.
Shit. Beste Event, Kuba. Beste. Ja, Endergebnis. Heckstürze komplett auseinandergerissen, aber das Beste, Kabelbinder hat gehoben, ey, guck. Teil ist noch da von Schürze. Beste Kabelbinder. Okay, willst du sonst noch was zu deiner Verteidigung sagen? Darf ich jetzt nicht mehr fahren? Was hast du gerade gesagt? Was ist mit diesem BMW? Es fährt sich richtig geil und das beste Motor E36, den ich je gefahren habe. Der zieht so geil hoch. Krass. Das ist der Grund, Kameraden, warum er den so kaputt gemacht hat. Er will die Konkurrenz minimieren. Spaß, was schon wieder? Nein. Jetzt, das war Yves. Wie ist jetzt? Das war wegen zu viel Gewicht. Balak vorne rechts. Ja. Aber Kameraden, Yves ist korrekt. Ja. Bestellt direkt Ersatzteile. Was für Ersatzteile? Der soll einen neuen F36 uns einfach liefern. Der hat doch Connections zu Christophs. Hiermit ist der Tag vorüber. Für diese Rede hat Yves Meyer mir kein Geld bezahlt. Event Selisberg sehr gut.